Der Robert McCall sucht im Actionfilm «The Equalizer» eigentlich nur eins, seine Ruhe. Als Ex-Agent hat er mit seinem früheren Leben abgeschlossen, wo er allerdings sieht, wie die junge Alina misshandelt wird, kann er nicht wegschauen. Stattdessen rächt er sich an ihren Peiniger und schafft sich so gefährliche Feinde. Der Denzel Washington übernimmt die Rolle von McCall, während dem Chloë Grace Moretz Alina spielt. Regie geführt hat der Antoine Fuqua. Er hat schon bei Training Day mit dem Denzel Washington zusammengespannt, was dem schließlich einen Oscar als bester Hauptdarsteller eingebracht hat. Jetzt gibt es von dem Duo neues Action-Kino. Aber wie sieht die Arbeit an der rasanten Kampfszene konkret aus? Helfen da auch die aktuellen technischen Möglichkeiten bei der Inszenierung? I just wanted the action and the technology for me. Action und auch Technologie machen für mich nur Sinn, wenn die Kamera im Kampf quasi zu einer weiteren Person wird. Nur so vermeidet man die Stanz auf der einen Seite und nervöses Umgewackeln auf der anderen. Ich filme einen Kampf so, als würde man ihn aus nächster Nähe beobachten, ohne drin verwickelt zu sein. Das ergibt ein kontrolliertes Bild, aber die Gewalt drin ist brutal. But the violence within the frame is brutal. So ist der Equalizer ein packender, aber auch recht vorhersehbarer Film. Dank dem herausragenden Denzel Washington ist trotzdem für gute Unterhaltung gesorgt.